Und damit recht herzliches Willkommen zurück, Freunde, zu Uncharted 4 im Kapitel 17, in guten wie in schlechten Tagen. Freunde, ich muss euch wieder kurz was berichten. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum stehe ich direkt hier? Das ist nicht das Ende vom letzten Video. Ja, vollkommen richtig, denn mir ist wieder mal was passiert. Ich habe 1,5 Stunden Filmmaterial aufgenommen, wollte alles gerade zusammenschneiden und irgendwie hat mir Elgato wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich hatte kein Audio. Komplett. Nur meine Stimme, aber kein Game-Audio, keine Dialoge, kein gar nichts, kein Hintergrundgeräusch, kein Wasserfall, nichts, einfach gähnende Leere. Und das hat mich übelst angepisst und jetzt liegen auch 5 Tage seit der letzten Aufnahme dazwischen. Ich hatte keinen Bock jetzt mehr was zu machen irgendwie. Voll die Laune versaut, ey. Das ist mir schon 4-5 Mal passiert, dass einfach überhaupt kein Audio exportiert wird. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt in Elgato liegt oder... Keine Ahnung, wo das Troubleshoot-Problem ist. Wahrscheinlich in meiner Audioeinstellung in Windows. Verstellt es sich einfach, sobald ich Elgato öffne. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, liebe Leute, wird es jetzt in Zukunft nie wieder vorkommen, denn ich habe Abhilfe geschaffen, indem ich mir eine Software gekauft habe, mit der ich dann einfach Audio, generell was hier auf dem Desktop abgespielt wird, aufzeichnen kann. So, und falls dann jemals wieder das Audio fehlen sollte, kann ich es halt einfach hinzufügen. Okay, so viel dazu. Was in dem Part, den ich verloren habe, passiert ist, ist folgendes. Und zwar bin ich halt mit meiner Frau hier so durch die Wildnis gelaufen. Es ist nicht wirklich viel passiert. Von Stein zu Stein gesprungen. Keine wirklichen Fights gehabt oder so. Wir sind eigentlich nur rumgesprungen. Mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Also ihr habt auf jeden Fall nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter hier. So. Oh je, ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung ging. Spaß. So. Auf jeden Fall hat sie mich halt irgendwie gerettet noch. Sind wir auf der richtigen Flussseite? Ja. Das wäre übel gewesen. Ja, sie hat mich irgendwie gerettet. Nachdem ich wieder mal gefailt bin, hat sie mich gefunden. Sie ist mir hinterhergereist. Und das war der Grund, warum ich auch jetzt mit ihr hier rumrenne. Sie hat mir praktisch verziehen, denke ich mal. Siehst du noch böse aus? Mein Liebling? Sieht normal aus, wie immer. Okay. So, kann ich da rein? Wo? Oh, Tatsache. Gute Idee. Also, wie kommen wir da hoch? Okay. Gut, so viel dazu. Alter, sieht es geil aus. Alter, sieht es nice aus, Mann. Was geht ab, ey? Best Graphics ever. Auf jeden, ey. Oh. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Klingt ja nicht sehr begeistert, ey. So, vielleicht hier weiter? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr schön. Alter, wo ist sie denn schon wieder? Soll ich da auch hinkommen? Ich glaube, das passt nicht, oder? Was tut sie denn? Wollen wir nicht da lang gehen? Was gefunden? Nein. Und du? Ich glaube auch nicht. Okay, scheiß drauf, gehen wir mal weiter. Oh, oh, fuck. Oh, nein. Oh. Oh. Hier können wir durch. Oh. Ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Sieht so danach aus. Oh, ein Schatz! Leicht verschrumpelt. Aha. Wieder unnütze Informationen. Wieder unnützes Wissen. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. So, ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich eigentlich lang soll. Also, beziehungsweise, ich kenne die Richtlinie, aber irgendwie... Oder? Also, irgendwie finde ich halt den Weg dahin nicht. Ich sehe nichts. Wasser im Weg. Alter, bin ich richtig? Oh, fuck. Scheiße. Na komm schon. Da wirst du ja wohl hochkommen. So, jetzt aber. Okay.
Sieht schon besser aus. Oh. Alter, was ist das? Oh, das sind Leichen. Alte Piratenknochen. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Oder Siedler? Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das war Gangbang, Bruder. Das war Gangbang. Hallo? Oh, shit. Was? Traitor? Fuck, was heißt nochmal Traitor? Oder? Scheiße. Traitor, fuck, ich weiß nicht mehr. Verräter. Verräter, gell? Mann, ich wollte es noch aussprechen gerade. Was auch sonst eigentlich, ne? Das sollte da auch wohl schon anders stehen. Traitor. Betrayer? Traitor? Betrayer? Ach, egal jetzt. Man kann sich ja mal vertun. So. Okay, irgendwie auf den Holzpfahl, Pflock, Stamm, Ast, Baum, Gestrüpp, Gelände, Stein. Schwingen? Nein, nicht schwingen. Nicht swingen. Okay. Ja gut, so, ne? Nein! Fuck. Scheiße. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht kann ich ja da irgendwie an den Käfig ran. Ja. Nicht böse gemeint. Der ist doch schon tot. Der ist doch schon tot. Das merkt er doch nicht mehr. Was ist das denn für eine Landschaft hier, sag mal. Wo treiben die zwei sich denn rum, ey? Das ist ja unfasslich. Unfasslich. Aufgespießt. Alter. Oh mein Gott. New Devon. Wir sind da. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Was die ganze Zeit geplant war. Was, die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich symbolisch. Selbst für Piraten. Okay. Seltsam. Wenn sie jetzt bezweifeln, dass es Piraten sind, die dies so massakriert haben, was denn dann? Stammesangehörige vom hiesigen Volk? Was weiß denn nicht? Was steht da? Digna facite recipimis. Keine Ahnung. Digna factis recipimus. Ach, factis. Ah, let's do this. Factis. Lass mal fucken. Empfangen, was unsere Taten wert sind. Besonders, wenn man Avery ärgert. Stammt aus der Bibel. Der reumütige Dieb, Dismas. Avery war ein bisschen besessen von ihm. Ich würde Avery nicht gerade für reumütig halten. Aber er hat sich wohl selbst dafür gehalten. Alter, da blinkt was. Das ist für mich. Was ist das denn? Flaschengeist, Flasche. Genie in a Bottle. E-I-E-I-O. Verstehe ich nicht. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass er noch nicht in so eine Falle getreten ist oder so. Ich meine, das, die Architekturkunst und das Ganze, das haben die ja schon beherrscht. Da werden sie doch wohl auch Fallen oder irgendwelche sonstigen Befestigungen bauen können, irgendwie. Die mich so, keine Ahnung, so. Irgendwie. Halt. Beeinflussen auf meiner Schatzsuche. Ich weiß ja nicht, das sind ja. Ich meine, wir jagen hier den größten Schatz auf der Erde hinterher und irgendwie passiert mir hier nichts. Ist das alles schon ausgelöst? Ist keine mehr intakt? Das ist so seltsam. Alter, was ist das?
Was ist das denn für ein Stein? Was ist das, Mann? Ach Quatsch, Stein. Das ist ein gefallener Engel. Oh, wie diabolisch. Der gefallene Erzengel. Möglicherweise Satan. Alter, donnert's hier draußen gerade. Heftig. Ich brauch nur kurz deine Hilfe. Auf jeden Fall erkenne ich die Mission hier schon. Ich muss mich irgendwie da drauf bewegen. Irgendwie vorwärts kommen. Oh, fuck. Hoch. Alright. Und rüber. Sehr gut. Ich wüsste nicht direkt, wo lang. Ah, okay. Und wir sind da. New Devon. Welcome to my... Nee, New Devon. Wow. Willkommen auf Avery's Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Schleimer. Okay, und welches meinst du ist Avery's? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Wollen wir ihn befreien, den alten Betrüger? Okay. Halt die Augen nach Shoreline zu üben auch. Ich bin immer noch ein bisschen pissed. Das mal gut geht. Oh oh. Alter, das sieht einfach so saugöttlich geil aus. Leck mich am Arsch, Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch hier betonen will, aber Uncharted 4, ey. Naughty Dog, beste Grafik ever. Kann man machen, was man will. Es sieht einfach ultra geil aus, Mann. Oh, hey, dein Späst, krumm! Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Boah. Alles deine Kraft, Bruder. Deine Kraft, Bruder. Noch einer, komm. Fuck. Oh Gott, der war gemogelt. Der war nicht richtig. Komm, jetzt gib alles. Er kann nicht mehr. Er kann nicht mehr. Oh, fuck. Einfach zu schwach. Daran müssen wir arbeiten. Daran müssen wir... Was? Oh. Let's have some sexy time in the sea. What about taking off your anyway? Oh. So, ich soll auch irgendwie gleichzeitig Ausschau nach gewissen Soldaten halten. Ich hoffe mal, irgendwie abgesehen von all dem ist, ich meine, ich komme super vorwärts. Ich habe nicht wirklich große Probleme irgendwie. Ich bleibe nirgendwo großartig hängen oder so. Aber trotzdem, das ist irgendwie alles so krass verwirrend. Ich springe irgendwie so meistens auf gut Glück irgendwo hin und das passt auch. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen viel, zu viel des Guten so. Hier, bam, kaputt, da, rüber, da, runter durch das... Blumenbeet durch und zack, ist da wieder eine Öffnung. Bam, dies, das. Gott sei Dank funktioniert das alles so einwandfrei. So. Bam, bam, bam. Da war gerade was. Aha. Der Drache. Christopher Condons Haus. Richtig. Wollte ich auch gerade sagen. Wir sind im Christopher Condons Haus. So, das war klar. Landen direkt im dicken Geäst, Gebüsch, was auch immer, Gestrüpp.
So, normalerweise, wenn wir tauchen gehen, könnte ja nichts passieren. Ja, tauchen sie unter. Gib Gas, Bruder, ey. Halt bloß deine Luft an. Okay, okay, okay. Das war knapp. Schatz! Komm, Schatz! Wo bist du? Fuck! Wo ist die? Wo ist die? Schatz? Alright. Scheint zu... Oh, sogar Wasserspiegelungen an der Decke. So wie es sich gehört. Sehr realistisch. Sehr, sehr realistisch. Wo ist sie? Lebt sie noch? Oh, da bist du ja, Mania. Ja, hast du mir wieder hier... Hast du mir wieder hier Sorgen gemacht. No woman, no cry, sage ich dazu. So, ich habe ein bisschen Bedenken, ob das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich endet es wieder im totalen Desaster. Lass mal hier in den Busch rein. Dann kann ich mal gucken. Nein! Gar nicht, gar nicht! Du hast gar nichts gesehen, das kann gar nicht sein. Psst, schlaf jetzt. Psst, schlaf jetzt. Kopf ab, Schwanz ab, Haas. So, next one, please. Keiner? Kein Interesse mehr? Na gut. Okay, hier können wir ganz offensichtlich auch klettern. Na, na, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Oh, holy shit, holy crap. Komm her, put. Bam. Da ist das Genick durch. Oh, was ist das? Was ist das für eine coole Waffe? Mann getroffen, Mann getroffen! Wir haben Gesellschaft! Wer war da unten? Meine Frau? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gott sei Dank hat er das nicht gesehen, ey. Fuck, fuck, fuck. Köpfe! Und unten bleiben. Und weg. Fuck you. Das war knapp, ey. Ultra. Fuck. Holy shit. Holy shit. Oh man. Es fehlt mir echt sowas wie rauslocken, so pfeifen oder so. Das wäre perfekt. Das wäre echt perfekt, wenn es das geben würde. Oh. Mann, ich wollte gerade schießen, ne? Was? Wie kann er mich sehen? Wie? Erzähl mir das, wie? Also ich meine, klar, jeder normal. Normale Mensch würde das erkennen. Aber das sind KI-Gegner. Die können mich nicht erkennen. Fuck. War wieder mal natürlich nicht so geplant. Aber egal, no risk, no fun, das ist mein Motto. Oh Mann, ey. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, verteil dich. Gute Idee. Entferne dich von deinen Freunden, umso leichter habe ich es mit dir. Bam. Und bam. What the fuck? Boom! In der Luft. Oh shit. Ja, ich seh's.
Vorsicht, Schatz, da ist er! Oh. Sie prügelt auf ihn ein. Oh, das war aber auch gerade gefährlich, ey. Starke Waffe, nur noch 5 Schuss, scheiße. Oh shit. Oh boy. Mann, gegen diese Großen kann ich auch nie viel anrichten, ey. Das fuckt mich ein bisschen ab. Was soll ich denn gegen die schon großartig machen, ey, echt? Was war das? Ja, und weg damit! Boom! Was? Nur 8 Schuss? Granatenwerfer oder was? Bin ich nicht so der Fan davon. Und hier habe ich nur noch 3 Schuss. Scheiße. Egal, komm, da oben gibt's genug. Da gibt's ja noch was. Und das heb ich auf. Ja, die habe ich gesucht, die habe ich gesucht. Moment. Was denn? Selber, hey! Wow, Alter! What the fuck, Mann? Was ist denn jetzt schon wieder? Alter! Ich mich verarsche! Willst du mich verarschen? Alter! Ist Artillerie oder was? Befinden wir uns hier im Battlefield? Wo schießt einer? Der oder was? Okay, Tatsache. Puh. Junge, Junge. Oh, Fackeln hat sie natürlich. Nichts wissend an der Fassade entlang. Oh Mann, Alter. Schon wieder oder was? Boah, Alter. Normalerweise werden jetzt komplette Gliedmaßen getrennt von mir, in meinem Körper. Unfassbar. Was habe ich denn hier? Schon wieder ein Grenade Launcher. Ja, was hatte ich denn vorhin? War das doch keiner? Ach, was weißt du nicht. So, Baby. Sieht gut aus. Zusammen gegen den Rest der Welt. So, wie du es dir immer gewünscht hast in deinen tiefsten Träumen. Was sich wohl alle Frauen wünschen. So, komm, wir gehen mal weiter hier. Blödes Geschwätz da ständig. Oh Mann. Heute bin ich wieder echt bestens drauf. Ey. So, was das? Eine Waffe. Ja, sehen wir nach. Nur 9 Schuss, ey. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Oh, hier hätte ich nochmal. Hier hätte ich sie nochmal. Ist halt ultra stark, die Waffe. Braucht halt nur 2-3 Schuss und der Gegner ist platt. Alter, draußen bei mir blitzt es hier. So. Oben oder unten? Erstmal oben. Ihr wisst ja, alle guten Dinge kommen von oben. Aber natürlich hätte ich runter müssen. Alright. So, kommt sie? Na, die wird schon kommen. Muss ich hier tauchen oder was? Nee, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. So, jetzt schauen wir nochmal. Ah, ich weiß schon, okay, da lang. So, schwimm, wie du noch nie geschwommen bist, Nate. Und hoch. Abgesehen von dem Feuchtbiotop gibt's, glaube ich, hier nichts, oder was? Ach, hier. An dem dünnen Ast, der Millionen Jahre da ist.
Können wir uns rüberhangeln? Oh, wir sind da. Wir sind endlich da. Oh yeah. Wir sind sowas von da. Alter Latz. Alter Latz. Extra jetzt gerade so einen dramatischen Effekt erzeugen und schön langsam hinlaufen. Ach Mist, wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? Dazu hat sie sonst eine ganze Armee. Meinst du, sie haben den Schatz? Vielleicht nicht. Aber besser für Sam. Ja, wäre wirklich besser für ihn. Hey, hier ist was. Der alte Verräter. Oh, das sieht interessant aus. Das möchte ich lesen. Gründer Wand, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Jetzt halt doch mal die Fresse, Nate, wenn ich gerade vorlese. Verfickt nochmal, ey. Jedes Mal das gleiche mit dir. Gründer Wand, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Mhm. Das hat sich gelohnt. Oh fuck, starke Strömung. Hilfe! Erfrischt. Wo denn? Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Echt? Für eine Räuberleiter zu hoch? Schwachsinn. Schwachsinn. Alter. Ich habe gerade gar nicht wahrgenommen, dass da irgendwas baumelt. Rosemary! Rosemary hängt hier noch. Das schöne Hochzeitskleid. Es ist leider Vergangenheit. Mit uns zweien. Nun denn. Ja, ja. Wir alle kommen und gehen. So. Komm, jetzt wo soll ich denn eigentlich lang hier? Wo? Echt? Super. Ich hol uns eine her. Okay, schauen wir mal. Da haben wir direkt ein Seil. Oh, okay, gegen die Strömung kommt er nicht an. Hoch. Schauen wir mal. Ja. Halt dich fest! Halt dich fest! So. Bestens. Ein paar Kisten, hat sie gesagt. Ein paar. Ich sehe hier nur zwei. Eine. Ich sehe hier nur zwei. Ich sehe nur eine. So. Tschüss, Kiste! Und weg. So. Zieh ich mir die mal an Land. Die gute Schatzkiste. Oh, ich muss natürlich L1 gedrückt halten. Komm zu Papa. Fuck, jetzt habe ich nicht mehr genug Spielraum hier hinten. Nein, wie dumm. Okay, komm. Müssen wir von hier vorne ziehen. Na, bleib stehen. Alter, ich habe nicht mehr... Jetzt nimm doch mal die Dinge jetzt. Mach mal was, Mann. Vibe, echt. Okay, es ist verhakt, Gott sei Dank. Her damit. So. Yes. We made it, finally. So, kann ich jetzt loslassen? Genau. Und ran. Sehr schön. Ach dir. Besser spät als nie. Ich soll den für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Oh, ein Gentleman. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Alright. Oh! Fuck, nein! Oh, shit. Oh, man. Oh, man. Alter, nein. Aua, fuck. Alter. Bist du okay? Ja. Ja. Und dir? Tja, wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Bitte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja.
Na los, gehen wir weiter. Gehen? Oder er schwimmen? Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja. Alter, wie mega das einfach aussieht, Mann. Alter, ich... Das ist schon fassbar, ey. Ich bin einfach hart geschockt, wie geil das aussieht. Da möchte man doch irgendwie einfach selber direkt in Nates Haut stecken, Mann. Ist so. Wahnsinn. Richtiger Wahnsinn, ey. Wer? Genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Okay, ah, okay. Hey! Papagei. So, alle Häuser stehen unter Wasser, außer Avery's. Na, sieh mal an. Ein kleiner Galapagos-Vogel. Na, sieh mal einer an. So, Avery's Haus ist nicht unter Wasser. Wieso? Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das habe ich jetzt auch nicht geschnallt. Vor allem ist es doch schon wieder viel zu lange ruhig hier. Noch ein Vogel. Wunderschön. Wunderhübsch. Wenn das mal kein Klischee ist, Piraten mit komischen Galapagos-Papageien auf der Schulter. Muss ja irgendwie aufrechterhalten werden. So, und hier befinden wir uns im Avery's... Zimmer der Lust und Freude. Bin der schlechteste Reiseführer auf der Welt, Mann. Aber es ist egal. Macht Spaß. Und darum geht's. Hier durch. Ach was, ehrlich jetzt? Das hätte ich nicht gedacht. Ich wäre jetzt wirklich hier gegen die Wand gelaufen. So. Wir sind gleich da. Ja. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Oh shit, Vorsicht, Kanonen! Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Ja, vor einer Million Jahren vielleicht. Wohl nicht. Moosverseucht, ey. Da wuchert schon das Geäst aus den Rädern. Naja. Ob die noch funktionieren? Muss ich mal ein bisschen umschauen. Echt, ich renne hier eigentlich praktisch nur so durch die Map durch, ohne irgendwie wirklich was abzuchecken. Mann, hier gibt es tausend Sachen zum Sehen, glaube ich. Das machen wir auch noch. Das checken wir bei Zeit ab. Ich hoffe, dass wir noch dazu kommen irgendwie. Jetzt gehen wir aber erstmal hier in das Haus rein. Großer Saal. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Ehrlich? Hör doch auf. Schon wieder. Lass erstmal was erkunden, ey. Wo? Du hast recht. Ja, da, du hast auf jeden Fall recht. Ich sehe auch genauso viel wie du, Nate. Oh, oh, oh. Ich komme nicht dagegen ran. Fuck. Okay, das wird so nix. Zu viel zum Thema Schwimmen.
Mann, einmal mit Profis arbeiten nicht. Ja, Ich muss doch ganz offensichtlich daran. Komm schon! Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist, Nate! Ja, und jetzt? Strömung zu stark. Was mache ich jetzt? Kacke, ey. Kacke, ey. Ja. Räuberleiter? Nee. Für eine Räuberleiter. Ja. Diesmal stimme ich mit dir überein. Das ist echt zu hoch. Ja, fuck. Und nun? Und was nun? Und was nun? Was ist mit diesem komischen Pflock hier? Abgebrochene Säule oder was? Sie guckt aber auch schon so auffällig dahin. Ist da was? Okay, echt seltsam. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hieran? Ja? Ne, nicht da, sondern... Komm schon, nur 2 Meter vorwärts, Alter. Okay, warte, warte. Es klappt vielleicht, wenn wir mit ein bisschen Speed darüber getrieben werden, vielleicht, wenn wir Glück haben. Brauche ein bisschen viel Anlauf, vielleicht schaffe ich das so. Jesus! Jesus! Man macht gerade voll den Scheißdreck. Dann geht's halt hier hoch. Oh, das will ich sehen. Das will ich sehen. Na jo, sie hat Bärenkräfte. Kommt natürlich einfach so drüber. So, jetzt aber. Oh, 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 oh. Laber nicht, Alter. Meine Herren, ey. Doch nicht. Und nu? Warten wir mal. Hä? Verstehe ich nicht. Und jetzt geht's? Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Schon okay. Okay, na gut, klar. Solltest du auch. Ja, jetzt mach du mal. Oder bleibst du hier stehen? Sie bleibt stehen. Viper. Immer das Gleiche. Ne, sie will nicht. Na gut. So. Okay, mit ein bisschen Glück dürfte ich dann an die Wand rankommen. Etwas Wasser geschluckt. Halt doch. So. There you go. Wir haben es geschafft. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Ja. Was sollte gehen? Okay, weg da! Der bricht zusammen, der bricht zusammen! Bitte! Okay. Okay, na dann. So. Und wo gehen wir zwar jetzt weiter? Hier vielleicht so zum Rüberklettern irgendwie? Okay. Räumen wir das aus dem Weg? Ja, das machen wir. Wie sie gerade gemacht hat. Ja. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Der zweite Mann. Ja, wir sind auch echt bald mal... Oh je, oh je. Nein, dich öffne ich noch nicht. Ich kann mir schon denken, was passiert, wenn ich dich öffne.
Nadine, Rafe und mein geliebter Verräterbruder Sam sind am Start mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Und deshalb würde ich sagen, Freunde, ich mache jetzt einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.